Moin Leute, hier ist wieder Drake Live mit Let's Play Final Fantasy 13.2. Tja, im letzten Part habe ich leider mein Mikro ausgestellt. Kann ja mal passieren. Also, das wäre alles, was wir dort hatten. Moment. Nein, dagegen kämpfen wir doch noch. Diesmal sogar onscreen. Einfach nur weil Baum, wir können's. Spam, spam, spam. Hat keinen bestimmten Grund. Wir haben ja diese Mission mit dem Thief erledigt, die ja. Wow. Bei der wir ja leider fast versagt hätten. Zum Glück nur fast. Aber ich war währenddessen leider stumm. Ihr habt meine Panik gar nicht mitbekommen. Din, 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 din. Tja, ja, ja. Und wir halten halt die ganzen Items, die wir erhalten. Tja, ich war gerade ein bisschen neben der Spur. Mal sehen, da ist noch die Chocobo Lady. Ich wollte gucken, ob sie Analysatoren. Ja. Ja, ich will gucken, ob du Analysatoren verkaufst. Raritäten. Nein, 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 nein. Ach man, du willst mich doch. Ich meine Analysatoren. Die Monster analysieren. You know I'm counting on you. Everyone is. Was zur? Nicht hier. Oh, wir müssen raus. Gut. Mogronometer, danke, dass du auf meiner Seite stehst heute. Wollen wir uns doch mal hier in diesem letzten Gang umschauen und dann hoffentlich endlich zum Ziel kommen. Ist dann hier dieses Artefakt, was ich suche? Ja. Offenbar. Ui. Ein Kampf, der geschnitten wird. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal sehen, was sich da hinter diesem Ausrufezeichen verbirgt. Oh ja, danach haben wir gesucht. Was geschieht denn jetzt? Ist das eine, was, Dimensionsmaschine oder wie? Where are we? A time labyrinth, Kubo. I think we're inside the paradox. We have to figure out the labyrinth and its puzzles before we can get out, Kubo. Okay. In den Sphären zwischen den Zeitlinien entsteht häufig eine auf unerklärliche Weise instabile Zwischendimension, die gemeinhin als Zeitspalte bezeichnet werden. Obwohl ihre Entstehung ungeklärt ist, scheinen sie unter dem Einfluss von Kristallen zu stehen und können sehr unterschiedliche Formen annehmen. Damit man nicht dem Wahn divergierender Zeitlinien anheimfällt, gilt es, den Zeitspalt so schnell wie möglich zu verlassen. Dies ist der Zeitspalt des schwindenden Bodens. Sobald das Feld betreten wird, zerfällt es und wird in das totale Wirrsal von Raum und Zeit zurückgeworfen. Sammle alle Kristalle und gelange zu dem Portal, das zurück in eine stabile Zeitlinie verführt. Okay, und Noel steht ja ganz allein. Aha. Oh je. Komm schon, spring drüber. Jetzt aber. Go, go, go. Okay. Noel ist nur Zuschauer.
Jetzt zerfällt es schneller. Okay. Ach komm schon. Ich habe versagt. Leute, es tut mir leid. Mit Viereck zurück. Ja, dann wollen wir doch mal sehen. Man hat ja ein bisschen Zeit, wenn man so drauf steht. So. Nein, ich bin doch drüber gesprungen. Verdammt. Also, was haben wir denn da noch? Neuer Versuch aufgeben. Tja. Tatsache ist, ich komme da nicht schnell genug rüber. Also ich mache noch irgendwas richtig falsch. Behebe die Anomalie. Bin dabei, es zu versuchen. Da komme ich dann aber auch nicht weg. So schwer ist das bestimmt gar nicht, was, Leute? Oh Mann, ich habe gerade nicht viel Zeit zum Überlegen, aber wartet mal. Für alle Kristalle wird das nie und nimmer so gehen. Okay, was haben wir denn da? Ah, das könnte gehen. So, jetzt... Ach, scheiße. Ich hab's versaut, aber ich weiß jetzt wie. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Mal einmal in einem Let's Play mein Hirn anstrengen. Na los. Das war übrigens falsch. Ich musste nach oben und dann einsammeln. Genau hier. Ich will auch nicht zu weit steuern. Genau, mehr war das gar nicht eigentlich. So, dann wollen wir doch mal sehen. Wir haben dort noch eins. Ich musste auf jeden Fall so durch. Okay, das war aber leichter. Anomalie behoben. Gut. Will ich auch hoffen. Ist jetzt Atlas weg? Hätte ich das... Also habe ich das anstelle eines Kampfes gewählt? Oder ist der Kampf jetzt nur leichter? Mal sehen. Final Fantasy 13 2. Ein Ladebildschirm, wie im Buch steht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Lassen wir uns überraschen. Oh Mann, ein böser Blick. Wir erhalten den Flauschkristall und 200 Kristallpunkte. Wollen wir doch mal suchen. Untersuchen, meine ich. Hope this actually lets us control Atlas. All we can do is pray. Please work. Finally, can you hear me now? It looks like Atlas is starting to slow down a little. Sounds like we did something. Okay. Da würde ich mal sagen, auf zurück, zurück, zurück. Nicht, dass er gleich noch durchdreht und uns plattmatschen will. Das wäre es ja noch. Chocobo Lady, waren wir zurück? Okay, dann hatten wir jetzt nichts mehr weiter zu tun, außer zu Atlas zu gehen und unsere Mission mit dem Thief eventuell abzugeben. Kämpfe lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Wobei, Kristarium können wir ja vielleicht noch machen. Es hat mich ein bisschen ernüchtert, dass ich bei dieser einen Mission da fast gestorben wäre. Was haben wir denn da? Oh, es sind sogar einige. Oh, mal den Verheerer nehmen. Verheerer-Bonus. Und Eis erlernt. So, Exile-Schutz. Die Macht des Exiles.
So, 230. Nehmen wir deinen Verheerer. Und als letztes das hier.